Jeder von uns kann die Welt verändern. Wie? Indem wir tun, was Jesus uns auftragen hat, liebe deinen Nächsten. Aber nicht den metaphorischen Nächsten, sondern nächsten Nachbarn direkt nebenan. Sei bei unserer monatlichen Herausforderung dabei. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super gut. Ich liebe den San Francisco Sommer, weil da kann man wirklich mal ein T-Shirt anziehen. Das ist faszinierend. Ja, bei uns ist es noch schön warm. Aber um das geht's hier in dem Video nicht. Wie oft habt ihr das schon erlebt, dass ihr in den Laden gegangen seid, habt alles eingekauft, habt alle Sachen schön eingeladen und dann fahrt ihr heim und ladet aus und dann merkt ihr, wo es ausgeladen hin, oh, den Artikel, den ich eigentlich am wichtigsten gebraucht habe, den habe ich vergessen zum Einkaufen. Genau das gleiche Problem haben deine Nachbarn garantiert auch. Jeder von uns hat es schon gehabt, zu bestimmten Zeiten. Deswegen ist der Tipp für den Monat in Liebe deinen Nachbarn, frag deinen Nachbarn, ob sie was brauchen vom Laden, wenn du einkaufen gehst. Und im Gegenzug, frag deinen Nachbarn, wenn er einkaufen geht oder wenn sie einkaufen gehen und ob sie dir dann das mitbringen können, was du brauchst. Das ist die Herausforderung für den Monat. Vielleicht das nächste Mal, wenn du in den Laden gehst, vergiss doch einfach irgendwas. Mit Absicht. So, dass dein Nachbar fragen kannst, ob er dir das mitbringen kann. Und dann, bevor du in den Laden gehst, frag dein Nachbar, ob er irgendwas braucht. Das ist ein absolut genialer Weg, tiefere Beziehungen aufzubauen und mehr voneinander abhängig zu sein. Und je mehr man voneinander abhängig ist, desto mehr vertraut man einander und desto mehr ist man miteinander verbunden. Also, mach's den Monat und frag deinen Nachbar, dir was mitzubringen und du fragst deinen Nachbar, ob er was braucht. Also, bis bald. Tschüss!